Die Deutsche Bahn möchte künftig weniger Anglizismen verwenden. Also der Counter soll jetzt wieder Schalter heißen, die Hotline Service-Nummer. Was halten Sie denn davon? Wir sind in Deutschland und nicht mein Internationalsein ist wunderbar, aber es ist schon schön auch vom Verbalen her einfach normal Deutsch zu reden. Hallo. Okay, gut, ich denke mal, weiß nicht, also für jüngere Leute, denke mal, das ist eigentlich kein Problem mehr. Also für mich ist es kein Problem, die englischen Begriffe. Aber ich denke mal, für ältere Leute, hauptsächlich erstmal meine Großeltern, wenn die verreisen mit dem Zug, die trauen sich mittlerweile schon gar nicht mehr Zug zu fahren, weil immer wieder, ja, die neuen Begriffe und nur noch alles am Automat. Und also ich denke mal, das ist eigentlich schon, für ältere Leute ist es besser, für jüngere, denke ich mal, das ist kein Problem. Hoch je, ich fahre nicht so oft Zug, deshalb betrifft mich das wenig, aber gut, es sollte halt verständlich sein, so dass jeder weiß, um was es eigentlich geht.